Hallo und herzlich willkommen zurück zu Haunted Horror 4. Und meine Laune ist jetzt schon ein bisschen getrübt, denn wie ihr seht, ich habe nur noch auf meinem Spielstand eine Zeit von 16 Minuten und 34 Sekunden. Und von diesen 16 Minuten 34 war ich auch ein paar Minuten im Badezimmer, denn mein Speicherstand war weg. Finde ich echt kacke. Ich weiß, ich kenne mich tatsächlich mit dem RPG Maker nicht so gut aus, muss ich gestehen. Ja, ich weiß, wie man Maps zusammenklickt. Ich weiß, dass es sehr viele schöne Sachen gibt, die der RPG Maker schon mitbringt, um die man sich nicht kümmern muss, wie das Speichern. Ich hoffe allerdings für dieses Spiel, dass wenn ich sterbe, ich zumindest meinen Speicherstand laden kann. Und es einfach nur daran liegt, dass wenn ich dieses Spiel beende, der Speicherstand weg ist. Was ich echt kacke finde, ich weiß nicht, ob das so gedacht ist oder ob das nicht getestet wurde. Also dass es so gedacht ist, dass ich dieses Spiel in einem Rutsch durchspielen muss, was ich bei einer Spielzeit von 2 Stunden zwar jetzt nicht ganz so schlimm finde, aber im Prinzip schon so ein bisschen kacke, weil ich eben jemand bin, der, wie man gemerkt hat, einfach mal nach 50 Minuten aufhört, weil er das nicht mehr erträgt. Ich weiß es auch nicht, ob ich alles wieder eingesammelt habe. Allerdings stehe ich immer noch vor dem Problem, dass ich keine Ahnung habe, was ich jetzt tun soll, denn ich habe keinen Schlüssel. Ich habe nur einen Schraubenzieher. Hier, was mache ich denn? Bin ich denn bescheuert? Nur einen Schraubenzieher. Aber ich erinnere mich an nichts mehr, was ich aufschrauben konnte. Kann ich die Vending Machines aufbrechen? Ihm jetzt gerade der deutsche Name nicht mehr eingefallen ist. Ist sicher, dass da nichts Nützliches liegt. Die Pflanzen haben wohl schon lange kein Wasser mehr bekommen. Diese wohl auch. Was im Mülleimer? Die Trash Can. Denn ich werde auch Waffen bekommen in diesem Spiel. Ich habe mal in dem Handbuch geguckt, ob da irgendwas zum Speichern drin steht. Da steht halt, dass ich Waffen kriege. Was bedeutet? Irgendwas klemmt da. Du hast doch einen Schraubenzieher. Kannst du das nicht aufschraubenziehen? Irgendwas klemmt da. Sieht nach einem Kühlschrank aus. Kann ich hier vielleicht irgendwas machen? Und wie hier einfach das Ding, die Musik aus ist. Ach, hier ist noch Magazin. Da hatte ich gar nicht geguckt. Huch, das wollte ich gar nicht. Ah! Jetzt sollte ich sie aufbekommen. Mal schauen, was da drin ist. Erstmal hole ich das Magazin. So, obere Schublade. Ein Schlüssel für 102. Untere Schublade. Ein Verbandskasten. Weil man kriegt ja viel Heil-Items. Allerdings weiß ich immer noch nicht, wie ich meinen Status abrufen kann. Also mein Gesundheitsstatus. Ohne Strom sollte der eigentlich nicht funktionieren können. Aber es wurde ein Schriftstück ausgedruckt. Sehr geehrter Herr Lonecast, ich möchte hiermit meine Kündigung einreichen. Eigentlich kommt nach sehr geehrter Herr Lonecast kein Punkt, sondern ein Komma. Und dann schreibt man ich klein weiter. Das ist Details. Ich möchte meine Kündigung einreichen, da ich aus persönlichen Gründen nicht mehr in Ihrem Hotel arbeiten kann. Hoffentlich haben Sie schnell einen Nachfolger für mich und haben Verständnis für meine Entscheidung zu kündigen. Hochachtungsvoll, Samuel Collins. So funktionieren Kündigungen allerdings nicht. Naja gut, das sind wieder Details. Neues Dokument, Kündigungsschreiben. Muss von einem Mitarbeiter des Hotels gewesen sein. Und das Schreiben ging an seinen ehemaligen Arbeitgeber.
Nur warum wurde das ausgedruckt und das, obwohl hier eigentlich der Strom nicht funktioniert? Das hat bestimmt kein Grund, Alter. Ich ist gerade eben erschreckt. Mensch. Und 2. Schlüssel für 102. Nein, das war das mit dem zerkratzten Plate. Ich habe jetzt auch nicht mehr groß alles angeguckt oder sowas. Denk mal, das macht keinen großen Unterschied. Ich habe allerdings versehentlich den Büroschlüssel und den Schlüssel für die 104 weggeschmissen. Was ist das für ein ekelhafter Geruch? Es kommt von dort hinten. Was ist das nur? Das ist ja kaum auszuhalten, dieser widerliche Gestank. Ich möchte erst die Euronen hier haben. 5 €. Oben auf dem Schrank steht eine Digitaluhr. Sie ist 0:18 Uhr stehen geblieben. Und das findet sie jetzt nicht komisch, denn Digitaluhren bleiben normalerweise nicht einfach so stehen. Das sind eher die Analoguhren. Akten und Unterlagen, aber nichts davon ist zu gebrauchen. Also jetzt nicht, dass sie nicht stehen bleiben könnte, es ist ja ein Horrorspiel. Aber das wäre doch etwas, wo ich sage, wieso ist sie stehen geblieben? Das ist eine Digitaluhr. Vor allem, warum wird da überhaupt noch was angezeigt, wenn kein Strom da ist? Ich sollte aufhören, das ist schon wieder Nitpicking. 9 Patronen und ein Blutstiller. Dieser Schraubenzieher wird echt zu meinem besten Freund. Ein Silberschlüssel. Was habe ich hier? Auf dem Schreibtisch steht ein Computer. Wird wohl nicht funktionieren ohne Strom. Ein Schriftstück liegt neben dem Monitor. Dieser Job ist. Moment, Dokument nur zur Sicherheit. Dieser Job ist ein Glückstreffer. Die Bezahlung ist gut und es gab kaum schlimme Situationen. Ab und zu spielen sich ein paar Gäste auf, aber bisher musste ich meine Dienstwaffe nicht benutzen oder härter eingreifen. Zur Sicherheit verwahre ich meine Pistole im kleinen Tresor auf. Die Kombination muss ich jeden Tag erneuern, weil sie sich aus dem Raum ergibt, wo alle Hotelgäste speisen. Was? Gedeckte Tische 1? Was mit Besteck und Vasen? Gezeichnet Wachmann Jeff. Oh, muss ich mir jetzt die ganzen Tische angucken? Sicherheit geht vor. Wieso sollte ich mir selbst so einen Ärger machen? Ach, ist der Wachmann, oder? Oh nein, schon wieder eine Leiche. Das ist echt unheimlich. Das muss bestimmt ein Wachmann von diesem Hotel gewesen sein. Was ist denn mit ihm passiert? Er hätte mir helfen können, N zu finden. Kann ich ihn untersuchen? Wahrscheinlich die Leiche des Wachmanns. Moment. Wahrscheinlich die Leiche des Wachmanns, der hier im Hotel gearbeitet hat. Was geschieht hier nur? Ich hoffe, ich finde Ellen nicht auch so vor. Kalter Kaffee und eine schmutzige Maschine. In der Tasse ist kalter Kaffee. Ein Flachbildschirm hängt an der Wand. Wahrscheinlich zur Unterhaltung während der Dienstschicht. Und er hat Chemiekittel hier. In dem Schrank hängen ein paar Kittel. Okay. In diesem Schrank werden Boxen gelagert. Ja, und da oben steht ein kleiner Tresor. Vielleicht wäre dort etwas Nützliches drin. Nur ich komme nicht dran. Nichts Nützliches zu finden. Irgendwas wollte ich jetzt sagen, ich habe es vergessen. Achso, warum hat der Wachmann Chemiekittel in seinem Büro? Ich hoffe wirklich, dass das funktioniert, dass wenn ich sterbe, ich das einfach wieder laden kann. Sonst ist dieses Projekt tatsächlich für mich gestorben, weil das mache ich nicht mit. Wenn ich da jedes Mal, wenn ich sterbe, den ganzen Kram hier nochmal machen muss.
Das wäre dann aus ein Abbruch aus wegen technischer Schwierigkeiten. Jetzt muss ich mir alle Tische angucken, auf denen. Moment, was ist da nochmal alles drauf? Gedeckte Tische mit Besteck und Vasen. Das heißt, wenn kein Besteck und keine Vasen drauf sind. Also eins, zwei. Da ist kein Besteck. Drei. Moment, war da hinten Besteck? Da liegt noch Geld. Nein, da war kein Besteck. Also eins. Sechs Euronen. Eins. Zwei. Drei. Zählt er jetzt als einzelner Tisch? Dann wären es vier. Sechs. Moment, es gibt gedeckte Tische ohne Vasen oder ohne Besteck. Gedeckte Tische ist eins, mit Besteck ist Nummer zwei. Moment. Muss ich jetzt gerade nochmal. Immer mal die Tische gerade nochmal genauer angucken. Und ich brauche irgendwas zum Schreiben. Was haben wir denn hier? Ja, das möchte ich eigentlich nicht beschreiben. Das wichtige Dokumente werden nicht beschrieben. Aber sie fliegen einfach hier bei mir auf am Tisch herum. So muss das sein. Habe ich hier überhaupt einen Stift? Ich habe hier einen Stift. Er lässt sich auf einem Dingstuch nicht gut schreiben. Was habe ich hier? Das sieht doch gut aus. Was ist? Ein Lieferschein. Ah, Lieferscheine gehen immer. Die braucht kein Mensch. Gut. Gut, also. Ich schreibe mir das gerade mal auf. Gedeckte Tische. Mit Besteck. Das ist 1, das ist 2, das ist 3 und Vasen. Gucken wir doch mal, ob wir denn Tische... Hubala. Also wir haben hier 1, 2. Gucken wir einfach noch mal. Drei, vier. Fünf. Sechs. Dann noch welche? Nein. Also, wir haben sechs Tische mit Besteck und Vasen. Jetzt ist die Frage, zu was gehört das jetzt? Gehört das zum gedeckten Tisch mit Besteck oder gehört das zu den besteckten Tisch mit... Vielleicht stelle ich mich nur doof an, aber ich finde das Rätsel nicht gut erklärt. Naja, gucken wir mal. Also mit Vasen haben wir 1, 2, 3. Ach, wir haben auch welche ohne. Vasen. Ich habe jetzt 3. Mit Vasen. Und ohne Besteck. Alter, ist das verwirrend. Es tut mir gerade echt leid, gell?
Gedeckte Tische. Also das würde ich jetzt sagen, schließt jeden Tisch hier in dem Raum ein. Egal ob mit Besteck, mit Vasen, ohne Vase, ohne Besteck. Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, unten habe ich noch zwei. Ist die Frage, ob die unten auch zählen, die beiden. Oder ob das nur hier sind. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wären das nur die hier oben, wird es ja passen. Wären 9. Mit Besteck sind es 1, 2. 3, 4, sind es 4. Mit Vasen sind es 1, 2, 3. Also ich hätte jetzt 9, 4, 3, wenn, so wie ich jetzt das Rätsel verstehe. Probieren wir es doch einfach mal aus. Aber sie meinte doch, sie kommt nicht an den Tresor. Muss ich dann vielleicht noch eine Trittleiter finden oder sowas? Ich komme ja im Moment nirgendwo anders rein. Schauen wir einfach mal. Wenn nicht funktionieren kann es nicht, und dann kann ich mir immer noch Gedanken machen, ob ich das Rätsel vielleicht doch einfach falsch verstanden habe. Oder kann ich vielleicht das hier schieben? Den komme ich nur nicht ran. Nichts Nützliches. Nichts Nützliches. Nichts Nützliches. Really? Also für mich wäre jetzt tatsächlich die logische Schlussfolgerung, ich muss diesen Stuhl verschieben, aber das kann ich nicht. Denn hier irgendwas? Nur eine Steckdose. Ich will was im Badezimmer holen. Mich irritiert jetzt immer noch, dass da ein Zettel drauf liegt, den ich nicht haben darf. Und die Boxen sind wieder zurückgestellt. Wer hat denn die Boxen wieder umgestellt? Wer hat denen das denn erlaubt? Vielleicht wollte ich, dass die Boxen so stehen bleiben. Es liegt aber auch hier nichts drin, ne? Scheint, das Bad ist jetzt für uns eher uninteressant. Da möchte ich eigentlich nicht wieder reingehen. Was habe ich denn noch im Inventar? Ich habe jetzt 18 Euronen. Mensch. Ich habe einen Silberschlüssel. Stimmt, da war noch ein Schlüssel, aber das, ich glaube, das ist auch nur wieder so ein Bonusschlüssel, oder? Ich wüsste allerdings gerade nicht wofür. Ich
Ich denke nicht, dass wir den Kühlschrank damit aufschließen können, oder? Ah, ich möchte ihn auch gar nicht aufschließen. Ich habe vergessen, dass da jetzt jemand dran ist. Entschuldigung. Aber ich blinke nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass es blinken muss. Wenn es heißt, hier, ich Dingenskirchen, bin verletzt und brauche einen Blutstiller. Kann ich vielleicht die Tür da unten damit aufschließen? Nein. Die Tür oben beim Ding? Sie läuft so langsam. Die hier? Auch nicht. Da gibt es auch nirgendwo Türen, ne? Wir könnten ja mal einen von den netten Herren fragen, ob die uns vielleicht hochheben würden, damit wir an den Tresor rankommen. Und vielleicht nicht unbedingt unsere Oberschenkel dann dabei auffressen oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktionieren würde, aber es wäre mal eine Idee. Ach komm, es gibt doch so viele Sachen, auf die ich mich draufstellen kann. Habe ich vielleicht jetzt irgendwo eine Anzeige? Nee. Dem ich ja jetzt einmal verletzt wurde. Kann ich so einen Stuhl mitnehmen? Nee. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo das Problem hier liegt. Also außer, dass hier ein Wachmann liegt. Ich würde einfach den Stuhl da hinschieben, also den Sessel. So viele Möglichkeiten haben wir hier nicht, irgendwo hinzugehen. Das ist ja das Problem. Wo jetzt dieser Schlüssel passen könnte. Weil ich jetzt aber, wie gesagt, nicht genau weiß, der uns überhaupt irgendwie weiterhelfen würde. Funktioniert nicht ohne Strom. Denn das hier war ja auch nur so ein Bonus-Ding. Also das hat uns ja auch nicht weitergebracht, so wirklich. Also will sie jetzt scheinbar irgendwo draufstellen, damit sie an den Tresor rankommt. Und die ist irgendwie aufgemalt. Ich habe keine Ahnung.